Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part von meiner Rama Daily Reihe. Ich bin gerade ein bisschen aus der Puste, weil ich musste gerade eine Kartonkiste in meine neue Wohnung tragen, denn wie ihr sehen könnt, bin ich gerade in unserer Wohnung. Ich lasse hier auch gerade die Storren hoch. Die Jalousien hoch, genau. Es ist so ein bisschen Licht in die Wohnung kommt, wie ihr sehen könnt, es ist mega hell. Und ich dachte mir, ich werde euch kurz so eine leere Roomtour abdrehen. Meine Mutter ist auch gerade hier, die kontrolliert alles nach Mängeln, oder? Nee, zaha. Ja, genau. Und ich muss jetzt eben kurz diese Schachtel hochtragen, weil hier habe ich ja alles drin, so von Töpfen. Ich habe mir so ein Set gekauft, eben mit diesen ganzen anderen Sachen, die ich gezeigt habe. Und bin hier auch gerade noch ein bisschen am Lüften in unserer schönen Terrasse, aber ich zeige euch jetzt dann gleich alles. Hey, genau, und da haben wir auch das mitgenommen. Geschirrset, also nein, ein Besteckset, genau, so, und dann noch das hier, genau. Hello, kommt rein. Aber das geht schon irgendwie. Also hier befinden wir uns im Eingangsbereich, wo man unschwer erkennen kann. Ich habe hier noch mein Handy, damit ihr mich ein bisschen besser hören könnt, weil es hallt und ich hoffe, man kann mich gut hören. Eingangstüre, ganz simpel. Dann haben wir hier ein kleines, ja, ein Red Wheel kann man dem fast nicht sagen. Kannst du mal kurz in die Ecke filmen. Wir haben hier einfach einen Trockner und eine Waschmaschine. Und es ist wirklich halt sehr klein, wie ihr sehen könnt. Aber Hauptsache, wir haben das in unserer Wohnung, weil es war mir sehr, sehr wichtig. Hier noch ein Stromkasten, ne? Für alle Fälle. Habe ich eh keine Ahnung, wie man das verdient. Zum Glück ist ein Mann noch im Haus, sonst wäre ich hier ziemlich verloren, wie auch immer. So, können Sie hier nochmal durchkommen. Wir starten mit dem ersten Zimmer. Ist halt einfach extrem, ich hoffe, man kann mich gut hören. Und zwar wird das so unser Ankleidezimmer, Schrägstrich, Büro, weil wir haben ja beide Homeoffice und wir müssen das so ein bisschen aufteilen, dass wir halt 2-in-1 haben. Ehrlich gesagt wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir das machen werden, weil es ist wirklich schwierig von der Raumaufteilung her. Aber halt irgendwie so. Ja, mal gucken. Wir werden das schon irgendwie hier bekommen, weil mein Schrank, den ich momentan habe, ist ja riesig und wir wollen den eigentlich mitnehmen. Und ich dachte mir auch, vielleicht machen wir hier einfach so einen Eckschrank und dann da, wo jetzt meine Mutter steht, irgendwie die Tische für das Büro, aber mal schauen. Weiter geht's. Kommen Sie mit. Und zwar zu unserem Flur. Ich liebe, dass der so lange ist. Mir gefällt das irgendwie voll gut, auch hier mit den Lampen und so. Und dann haben wir hier den Eingangsbereich. Wir haben auch relativ viel Stauraum eigentlich, finde ich. Das finde ich super. Auch hier mit der Garderobe und alles. Da haben wir wirklich sehr viel Platz. Und das ist halt schon wichtig, weil ich habe auch genug Sachen. Genau, so viel dazu, das ist jetzt nicht so spannend, ne? Also, machen wir weiter mit dem nächsten Zimmer, das wird unser Schlafzimmer. Und zwar ist das jetzt auch das kleinere Zimmer, wir werden hier auch das Bett hinstellen, eine Kommode und ich hoffe, dass mein kleiner Schminktisch hier noch Platz hat. Es wird ein bisschen überstellt sein, aber wir müssen diesen Space hier ein bisschen ausnutzen, aber das ist auch nur das Schlafzimmer, ich finde auch, das kann ruhig ein bisschen kleiner sein, das passt schon. Gut, wir machen weiter. Mit dem Klo. Und zwar sieht das so aus. Wie mache ich eigentlich dieses Licht hier an? Das ist kaputt. Ah, sorry. Ja, Definition von dumm, ne? Egal. Also wir haben hier mal eine Dusche, ne? Hallo? Hier Verstaumöglichkeiten, alles drum und dran. Dann haben wir hier auch noch eine Badewanne. Das kannst du hier mal kurz drum um, kannst die Badewanne zeigen. Da haben wir hier so eine Badewanne. Das finde ich echt cool, dass wir halt wie beides haben. So wie dazu, nicht sehr spektakulär. Gehen wir weiter an meinen Lieblingsort. Und zwar natürlich das Wohnzimmer und die Küche. Das ist so mein favorite place. Kommen Sie mit. Und zwar hier, Leute, ich liebe die riesigen Fenster. Ich finde das so toll. Ich liebe es, weil mir ist so wichtig gewesen, dass wir einfach einen Raum haben, wo halt sehr viel Licht drin ist und diese Fenster, ne? Vorhin, als die Sonne geschienen hat, mein Deutsch, war so hell. Ich muss euch das nachher zeigen. Vielleicht kommt sie nochmal, wenn wir Glück haben. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Küche an. Die Küche finde ich auch mega toll, weil ich wollte einfach eine schlichte Küche haben, schwarz und weiß. I love it. Ich muss sagen, es war gar nicht so einfach, sowas zu finden. Ich mache mal hier ganz kurz das Fenster ein bisschen zu, die Tür ein bisschen zu, weil es zieht gerade. Und ich finde, die ist halt super schlicht. Wir haben auch mega viel Verstaumöglichkeiten. Was ich auch cool finde, eine Geschirrmaschine, also Geschirrabwaschmaschine, Geschirr, egal. Ein Ofen, ne? Und was ich sehr cool fand, ist hier das. Weil die meisten Wohnungen haben immer nur ein Eisfach und wir haben einfach zwei große Eisfächer. Plus, wir haben ein extra Eisfach.
das ist für mich ein riesen Pluspunkt dieser Wohnung, weil ich hatte so Angst, dass ich ein kleines Eisfach nur habe, weil ich liebe es, so Eis zu machen in so coolen Formen. Und deswegen fand ich das wirklich mega cool. Und auch ansonsten, wie gesagt, wir haben sehr viel Staumöglichkeiten und das ist wirklich sehr, sehr cool. Genau, ja, dann haben wir das Wohnzimmer, wie ihr sehen könnt. Of course wird dann hier einfach das Sofa sein und hier dann so die TV-Anlage, die Fernsehanlage und alles. Und hier dann der Tisch und eben unsere riesige Terrasse, die ist wirklich mega groß, was uns auch irgendwie mega wichtig war, weil wir sind sehr gerne auch draußen im Sommer. Und ich kann euch das ja ganz kurz zeigen. Genau, das ist unsere Terrasse. Wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint gerade. Dann könnt ihr auch so ein bisschen sehen, wie hell es dann gleich in der Wohnung wird. Und ja, gibt es nicht so viel zu zeigen draußen. Ist halt einfach eine Terrasse. Können Sie wieder reinkommen, sehen Sie nämlich auch, wie schön hell unsere Wohnung ist. Ach, ich lieb's. Ich liebe das. Das war mir so wichtig. Und ich wusste, als ich die Wohnung besichtigt habe, wusste ich gar nicht, wie hell diese Wohnung ist, weil wir sie am Abend besichtigt haben. Aber Leute, die ist so hell. Ich liebe das. Das ist wirklich toll. Und wir haben auch sehr, sehr lange Sonne, weil genau hier geht ungefähr die Abendsonne runter. Und das ist natürlich toll. Genau. Ja, das ist eigentlich die Wohnungstour, die leere Wohnungstour. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Ihr wisst, ich werde euch überall ein bisschen mitnehmen, Step by Step. Es geht dann alles los und kommst du klar mit der Kameraführung. Nee, sie macht das schon gut. Ja, genau. Dann muss ich jetzt auch schon wieder weiter, weil ich habe eigentlich in 20 Minuten meinem Freund noch abgemacht. Deswegen sind wir ein bisschen im Zeitstress, aber das schaffen wir schon. Oder zum Beispiel habe ich mir auch überlegt, eben hier der Schrank so bis hier. Und dann kann man schon auch hier vielleicht dann noch die Schreibtische hinmachen und hier noch einen Spiegel. Weil wenn ich nämlich dann da vor dem Spiegel stehe, ist dann hier im Hintergrund der Schrank und dann ist hier nicht so viel im Hintergrund. Leute, so viel Licht. Oh, ich liebe das. Das ist so eine helle Wohnung. I love it. So, ich bin jetzt hier gerade am Videoschneiden. Wir sind unterwegs nach Olten. Wir gehen da an einen Marsch. Mit seinem Cousin, wir gucken uns einen Marsch davon an. Sein Bruder ist auch mit dabei, aber der ist immer ein Fan. Der fährt halt immer, wenn wir im Auto sind. Und ja, ich bin hier noch ein bisschen am Videoschneiden, sodass er mich eigentlich jetzt dann gleich noch online kommen muss. Ich hab so Durst, weil ich vorhin so viel getragen habe, diese Kartonschachteln und so. War nicht so schlau von mir, aber egal. Weiß nicht, ob mir das steht, Leute. Das ist ein Zweiteiler. Aber ich gehe jetzt auch mal so los, ich bin nicht so eine Rolle. Ist mega bequem, sehr luftig. Ich hoffe auch, also besser gesagt, ich habe das Gefühl, dass das für Tarawi richtig angenehm ist, weil es so luftig ist. Und ich jetzt wirklich nichts drunter anhabe, nur das. Und ist auch super bequem. Naja, wir gehen jetzt los. Und ich würde sagen, ich beende jetzt hier auch den Vlog. Und dieser heutige Abend wird auch sozusagen eigentlich dasselbe sein wie gestern. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns dann morgen wieder.